Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut und ihr seid wieder bereit, Arabisch zu lernen. Das ist Lektion Nummer 5. Im Lektion Nummer 4, wir haben gelernt, wie man fragt, was ist das und wie man eine Antwort bekommt. Und ich hoffe, ihr habt auch mal die Hausaufgaben gemacht. Wer die Hausaufgaben gemacht hat, dann habe ich auf jeden Fall versucht, für ihn die Hausaufgaben zu korrigieren als Antwort. Ansonsten, liebe Freunde, heute lernen wir die Weiblichkeitsform, ein paar Sachen darüber und wie man auch eine Frage stellt, zum Beispiel, was ist das und so weiter und so fort. Also, liebe Freunde, zum Beispiel... Auto, auf Deutsch ist das Auto, also neutral. Im Arabischen, das ist die Auto, wenn wir das richtig so übersetzen. Also im Arabischen ist es dann, Auto ist weiblich. Wie schreibt man Auto? Auto heißt Sayara. Sayara, sa, nicht so, sa. Also so wird es geschrieben. Sa, ja, ra. Sayara. Und hier ist Tamarbuta und Tamarbuta ist immer bei alles, was weiblich ist. Wenn ihr dann, das ist ganz leicht für euch, manchmal, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr immer den Tamarbuta sieht, dann wisst ihr, ups, das ist weiblich. Man kann auch sagen, Sayaratun, Sayara, Sayaratun. Wenn man das jetzt so richtig hocharabisch, literarisch, arabisch, Koran, arabisch und so, wird hier zum Beispiel ein Tön, Sayara Tön. Wenn man das jetzt nur so diese Sprache so auf der Straße mit Leute, dann reicht, sagt man noch einfach nur Sayara. Sayara. Bei mir hier, wir werden beide Formen lernen, dass ihr einfach ohne Komplikationen Arabisch spricht und ohne Probleme. Die Buchstaben, die dafür braucht, ist Sin, Ye, Elif, Ra und die weibliche Tamarbuta. Wir wissen, liebe Freunde, dass wenn etwas männlich ist, wir sagen immer Ma hadha. Ma hadha, das ist, wenn etwas männlicher Form hat. Das haben wir in Lektion Nummer 4 gelernt. Die Weiblichkeitsform heißt Na, Na, He, Wihi. Ma hadihi? Ma hadihi? Hadihi. Das ist ein H. Das ist Mim plus Elif. H plus Vel, Vel plus H. Ma hadihi? Was ist das? Natürlich, wenn ihr am Anfang auch nicht unterscheiden könnt, ob das jetzt ein Wort, die den Artikel die hat oder den Artikel der hat, es ist egal, ihr könnt auch mal fragen, ma hadha, und die Sache ist erledigt, und dann der andere Person, er wird das auch mal verstehen. Das heißt, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht weiß, ob jetzt Sayara weiblich oder männlich ist, man kann auch anstatt mehevihi sagen, für euch als Anfänger ist es auch kein Problem. Ihr könnt auch mal sagen, mehevihi, und dann die Antwort wird so sehen, dass es weiblich ist. Die Antwort ist immer, anstatt hevihi, und dann du sagst, was ist das? Hevihi, sayara. Hevihi. Sayara. Oder wenn man das extrem hocharabisch sagen will, hadihi sayaratun. Hadihi sayaratun. Oder hadihi sayara. Im Arabischen hat man diese Möglichkeit, entweder so zu reden, beide sind grammatikalisch richtig. Beide sind grammatikalisch richtig. Entweder sagst du hadihi sayara, ra,
Dieses Ta wird, wenn hier nichts drauf ist, dann wird es ausgesprochen wie ein A. Oder kannst du sagen, wenn hier was drauf, zum Beispiel, هذه سيارة. Das ist ein Auto. هذه سيارة. Und wenn hier nichts drauf ist, dann einfach. هذه سيارة. Ihr könnt euch selber aussuchen, welche Form ihr benutzen wollt. Sehr schön. Und jetzt zum Beispiel, wir haben gelernt in Lektion Nummer 4, wenn du, da steht einen Mann und du sagst, zum Beispiel, ein Mann. Bei einem Mann sagt immer, Männer. من هذا؟ من هذا؟ Wer ist das؟ من هذا؟ Wer ist das؟ Weil du siehst, dort steht ein Mann. Steht ein Mann. Sagen wir mal so, ein Mann. Hoppla, so. So, da ist ein Mann. Und dann sagen wir zum Beispiel, ach, der Bart, damit es auch eindeutig ist. So, wenn da ein Mann steht, dann sagst du, Men هذا, wer ist das? Und dann sagst du, هذا مارو. Oder هذا أحمد. هذا مارو, هذا أحمد. Das ist مارو, das ist أحمد. Aber dort steht eine Frau. Wenn dann eine Frau steht, dann sagst du, من هذه. Eine Frau, lange Haare, je nachdem, oder Kopftuch, oder das ist eine Frau. Dann schreibst du من هذه. من هذه. Du sagst nicht zu einer Frau من هذا. من هذا sagst du nur, wenn du einen Mann wissen willst. Zum Beispiel, neben dir sitzen zwei Männer, du kennst einen, aber den anderen kennst du nicht und sagst du من هذا. Wer ist das? Aber wenn zum Beispiel, jetzt sitzt neben dir einen Mann oder eine Frau und du willst wissen, wer ist diese Frau? Dann sagst du, wer ist das? Dann sagst du, من هذه. من هذه. Wenn du über eine Frau redest und sagt, die Antwort ist immer dann zum Beispiel, هذه مريم. Oder هذه. Yasemin. هذه مريم. هذه ياسمين. مريم. ميم plus را plus ياء plus ميم. ياسمين. ياء plus ألف plus سين plus ميم plus ياء plus نون. هذه مريم. هذه ياسمين. Das ist Maryam. Das ist Yasemin. Sehr gut. Und jetzt wissen wir den Unterschied zwischen die weibliche Form und der männliche Form. Mal sauber, sauber, sauber. Ich bin nur beim Saubermachen hier. Zum Beispiel, ist das Maryam? Wie sagen wir, liebe Freunde? Ist das Maryam? هل هذه مريم؟ Zum Beispiel, du bist dir nicht sicher und du fragst dein Freund oder deine Freundin, ist das Maryam? هل هذه مريم؟ Ist das Maryam? هل هذه مريم؟
Oder was haben wir gelernt in Lektion 4? A. A. Und dann. Hadihi. Hadihi. Maryam. Hel. Hadihi. Hadihi. Maryam. A. Hadihi. Hadihi. Und die Antwort ist Naam. Hadihi. Maryam. Ja, das ist Maryam. Oder du sagst La. Hadihi. Ja, Samin. Naam, hadihi Maryam. La, hadihi Yasamin. Und es gibt zum Beispiel eine neue Art und Weise, wie man zum Beispiel, man kann zum Beispiel fragen, was ist dieser Gegenstand? Was ist diese Sache? Sache? Auf Arabisch heißt Shay. Sha. I. Wie schreibt man Ö? Shay. Und die Sache mit Artikel. الشيء شين بلس ياء بلس ألف. Das ist ein Alif. Es gibt drei Arten von Alif. Das normale Alif. Alif auf dem Wau und Alif so. Das ist wie ein Ja, zwei Punkte, das ist Ja. Aber das ist Alif. 80% der Wörter sind fast so, 10% so, 10% so. 80% der Wörter haben sie diesen Alif. Und das ist Shay. Im Shay gibt diesen Alif. Zum Beispiel. Wenn du fragen willst, was ist diese Sache? Na, hada. Ma hada shay. Dann sagst du ma hada shay. Ma hada shay. Du weißt nicht, ob das jetzt männlich, weiblich. Du weißt gar nicht, was das ist, du hast keine Ahnung, sagst du einfach Na, hada ashay. Was ist diese Sache? Was heißt Fahrrad auf Arabisch? Fahrrad auf Arabisch ist weiblich. Heißt die Fahrrad auf Arabisch. Und heißt Daraja. Daraja. Daraja ist so ein Fahrrad. Daraja. Oder Daraja Tün. Je nachdem, wie du dann hier Tün unbedingt sehen willst, dann machst du Tün. Daraja. Da-ra. Mit Shedda. Daraja. Hier ist kein Deutsch, das ist nicht die deutsche J. Das ist diese englische G. Daraja. Daraja. Del plus Ra plus Elif
plus Jim plus Ta Marbuta. Ta Marbuta, haben wir gesagt, ist immer diese weibliche Form. Zeichnet uns auch diese weibliche Form. Wir machen auch Unterschiede zwischen ein Fahrrad, normales Fahrrad, und ein Motorrad. Motorrad und Fahrrad. Ein Fahrrad, sagen wir dazu, Daraja Hawaiya. Daraja Hawaiya. Okay? Daraja Hawaiya ist Fahrrad. Daraja Hawa. Das ist nicht das deutsche W, das ist das W, das englische W. Wa, wa. Hawaiya. Daraja Hawaiya. Daraja Hawaiya ist Ha plus Wau plus Alif plus Alif plus Ya plus Ta Marbuta. Hawaiya. Daraja Hawaiya ist das normale Fahrrad. Daraja Naria Daraja Naria ist ein Motorrad. Naria. Hawaiya. Ja. Daraja Naria ist Motorrad. Nun, Alif, Ra, Ya, Ta Marbuta. Hawaiya bedeutet Luft, kommt von Hawa. Hawa. Hawa ist Luft. Und Nar ist Feuer. Und Nar ist weiblich auf Arabisch. Und Hawa ist männlich auf Arabisch. Also, Hawa ist Luft, Nar ist Feuer. Daraja Hawaiya. Daraja Hawaiya ist Fahrrad, ganz normal. Daraja Naria ist Motorrad, weil sie funktioniert durch ein Feuer, wie Naria, kommt vom Feuer. Und Hawaiya ist von Luft, Hawa, Luft, Sauerstoff, auch Sauerstoff ist Hawa, Sauerstoff. Sehr gut, liebe Freunde. Und jetzt, liebe Freunde, ich gebe euch dann eine Hausaufgabe und ihr macht es dann wie immer unten im Kommentar und dann versuche ich dann die Sachen für euch zu korrigieren. Aber bitte, bitte, bitte versucht es zu machen, versucht es zu machen. Schreibt mir zum Beispiel lieber was Weibliches, die weibliche Frage zum Beispiel, was ist das? Das ist ein Auto. Nein. Nein machen wir so zum Beispiel. Das, und dann schreibt er, das ist ein Fahrrad. Und wer ist das? Das ist Marian.
Maryam. Also, er schreibt auf Arabisch, mit dem arabischen Schrift. Was ist das? Das ist ein Auto. Das ist ein Fahrrad. Wer ist das? Das ist Maryam. Und dann versucht einen Unterschied euch zu merken zwischen weibliche und männliche Form. Und ich freue mich, dann die Sachen zu korrigieren. Ansonsten bleibt, liebe Freunde, immer am Ball, nicht aufgeben. Und wiederholt das Video einmal, zweimal, zehnmal. Immer wiederholen, wiederholen. Bleibt am Ball und irgendwann schafft ihr euer Ziel. Fremdsprachen brauchen Geduld. Arabisch ist sehr einfach oder genauso schwer wie Französisch, Englisch, Deutsch und. Und ich finde, das Arabisch ist einfacher als Deutsch, weil im Deutschen gibt es 3 Artikel, im Arabischen gibt es nur 2. Also liebe Freunde, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und meinen Kanal abonnieren, Daumen hoch und das Video teilen, damit auch viele die Möglichkeit haben, mit uns gemeinsam kostenlos Arabisch zu lernen. Tschüss, liebe Freunde, und gute Bücher findet ihr unten im Kommentar. Ciao, ciao, ciao.